Hallo und herzlich willkommen zurück zu Odin's Field of Frasier mit mir, dem Meeres, nur zwischen euch, jetzt zuschauen. In der letzten Folge haben wir zumindest ein bisschen Anfang von Titania gemacht. Und, oh Gott. Titania ist ja kleiner als die Welt, die Mission davor. Naja, soll es mir recht sein. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Hexenmeister Auge, ja. Komm, ich kann nicht hoch genug schießen, so. Ja, Hexenmeister. Das ist dein Ernst? Wollt ihr mich verarschen, Leute? Einfach hinter mich stellen und dann anfangen zu zaubern? Wirklich? Also, ist ein bisschen kackendreist, oder? Rotzfrech. Rotzfrech, die Bande. Nochmal ein bisschen Münzlein, Münzlein. Gehen wir den oberen Weg, der mehr Spaß macht anscheinend. Oh, wir waren ja schon richtig gut so. Schön, erstmal wieder Demolition Derby spielen. Oh, schade. Ich dachte, ich krieg vielleicht den Storch. Level 21. Ein bisschen zu hochstufig. Nein, gar nicht. Das ist genau das gleiche Level. Würde gerne so. Na, so ist schon tausendmal besser. Ne, 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 ne. Jetzt nochmal. Hä? Warum ist der vergiftet? Hier ist eine Alraune. Ja, jetzt kann ich mal hier Alraunenmarsch machen. Okay, ich habe davon jetzt irgendwie nichts bemerkt. Aber gut. Oh Gott. Da, da. Irgendwie hat er das gebracht, aber gut. Hoppala. Zollt man noch an. Jetzt sollte es wieder besser sein. Wirklich? Ja, komm, mach. Dieser Treffer war echt unnötig. Der Treffer war echt mega unnötig. So, jetzt aber. So schnell. Fuck you, ey. Schnell gemacht haben, Drecksäcke. Wie schnell diese kleine Rotkappen-Drecksack ist. Schüsse. Das war lustig. Nochmal probieren. Machen wir den Schuss lieber, bei den. Das glaube ich besser. Das war jetzt natürlich super geil, dass der mit seinem Breitarsch angesprungen kommt. Ich habe keine. Wer das denn nicht interessiert hat? Ich hatte keine Stärke mehr. Das war gut, hey. Na klar. Ich könnte wieder mit Breitarsch angehen. Nein, nein, nein. Oh, genau da rein. Oh, diese Koppels. Koppels. Dass er mehrfach trifft. Oh ja, geil. Ja, dreh dich halt nicht um, Fräulein. Dreh dich halt nicht um.
Ausweichen ist zu überbewertet. Nein, nein, nein. Aber jetzt nochmal. Warum könnt ihr genau sowas? Und dann sofort einen Angriff machen. Frechheit. Nein, nix. Haha. Keine Stärke? Nee, nee. Hinter mir wirklich? Was bist du für ein Frechsack? Frechsack. Nee, 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 nee. Damit mach ich auch keine Stärke mehr. Ich muss nur mal kurz weg. Ja, jetzt kann ich wieder. Der Saftsack hat sein scheiß Messer geworfen. Oh, genau in meinen Fuß rein. Mieser Red Rotkappenbassard. Nachladen. Hauptsache, die werden getroffen von der Scheibenkleister-Sache. Geh mal weg hier! Jetzt aber. Jetzt können wir uns ganz einfach kloppen. So ganz billig einfach reingelaufen und dann wieder zurück. Ja, mach ruhig den Oberrenner. Triffst mich jetzt eh nicht mehr. Habe ich euch gerade nicht was gesagt? Oh, schön gleichzeitig auch noch. Ihr könnt gar nichts ohne eure verdammten Kobold-Leckies. So, noch einmal komplett rumgehen und alles aufsammeln. Mal eine Brandfalle. Das war auf jeden Fall der beste Versuch bis jetzt. Okay, das war's. Oh ne, wir sind schon da an. Wir sind schon da. Erstmal ein Ei auf Toast essen. Yam, 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 yam. Wieso ist die Ei erst das Ei und dann das Toast? Warum? Der Geschmack kommt doch vom Mischen. Also wirklich. Naja, vielleicht weiß mir fehlt sowas ja gar nicht. So. Könnte ja sein. Oh, nix, was hier ist jetzt. Okay. Nochmal Schlüssel, ne? Oh, das. Ah, okay, cool. 200 Schaden. Natürlich. Warum macht ihr so viel Schaden? Das sind ja echte Glaskanonen. Aber nur Glaskanonen. Ne, 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 ne. Du fängst jetzt nicht an zu schießen. Ich bin Raumzug. Meine Initiative ist höher als deine. Angeschlittert kommen. Jetzt sind wir fertig. Erstmal den Käse mitnehmen. Das ist wichtiger als so ein Schlüssel. Gib dir Käse mir. Jawohl. Käse akquiriert. Und ein bisschen Pepperoni. Okay, okay, okay. Nice. Und dann halt wieder zurück zur Raststätte. Oder Rastzone. Mr. Kalzone. Wait, you're not the queen, are you? Doch. What are you doing here? You came to shop? Seriously? Nein. Nicht nur deshalb. Nicht nur deshalb.
Eigentlich haben wir noch genug Level-Zeug und so. Ich würde sagen, wirklich Maori holen, kochen, das machen wir erst wann anders. Einmal bitte den Schlemmring verkaufen, weil den braucht ja echt keiner. Essgeschwindigkeit und geheilte LP erhöht sich. Oh ja. Traubkern. Ist das sowas hier? Nö. Okay, das war's. Ich habe ich noch gerade gesehen. Dann wollen wir mal gucken, was hinter Tor Nummer 1 ist. Jetzt habe ich durch. Die nächste Tasche. Schön. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Stufe 21. Ein Generali. Ja, erstmal nachladen. Und jetzt. Hallo, General. Wer hat gesagt, dass du angreifen darfst? Habe ich auch noch geblockt, hey. So, dafür viel Schaden gemacht. Die Hälfte. Als Chemiegewicht Yggdrasil wird durch die Fermentierung von Milch gewonnen. Erhöht den Erfahrungspunktewert von Gerichten und heilt Wunden. Ah, mit Milch wird das gemacht. Okay. Das ist vielleicht nicht ganz so verkehrt zu wissen. Endlich. Aber ich muss sagen, zweiter Teil des... Na, oder besser gesagt, erster Teil des Toasts. Einmal rum, rum noch. Rum, rum, rum. Rum, rum, Turbos. Los geht's. Na, sonst haben wir hier nichts wieder mal. Ah, guck mal einer an. Ein Kraftstein. Kraftleistung 40-25%, Stärke plus... 5 finde ich besser als ein bisschen mehr LP. Weil wir wollen ja möglichst schnell unsere Gegner ausschalten mit Fernkampfwaffen. Das heißt, nicht nah rangehen. Das heißt auch, wir brauchen nicht unbedingt Verteidigung. Bestenfalls. Das kann natürlich arg ins Auge gehen, aber hey. Probieren geht über studieren. So, Boss, Level 21. Ja, komm her, ey. Hat's eh nix. Im Fehler Kapitel 4, Akt 4, Abwasserlabyrinth. Your Majesty! Let's make a deal, Beldor. As my messengers informed you, I will pardon your crimes on some conditions. Release Matthew, and show me your route to the Netherworld. Queen Mercedes, your courage, ambitious nature, and your purity are virtues. But you are a poor leader. You are reckless, inattentive, and prone to being deceived. So you won't help me? 'Tis not a bad idea to have the Demon Lord and the fairies wipe each other out. But I have another mission I must attend to. But until then, let me provide a little more chaos and confusion to Ringford. Let's hear your true name. Hold it. Move, and the dwarf dies. Come, Belial. Swallow this little fairy. What's wrong? Don't you understand? You cannot resist me! How can you force someone to serve you? 'Tis an honor for a dragon to be enslaved to a wise man.
I will continue to keep your heart bound with magic. You fool! Now, go! Fool, how dare you defy me! I retract my offer. I no longer plan to pardon you. This is a better end. Useless oaf! Belial? Do not worry about me. I cared for humans, and this is my fate. Worry not, fairy. I won't let him get away. Baldur! So, Skaldi hasn't returned from the Inferno King's home. And Urza seems busy dealing with the King of Titania. I'm lucky you're split up. How dare you, frog! Aha! Urza ordered you here, correct? The enemy will soon be here! Here she comes! The evil fairy who cursed this kingdom! Stop right there! Tja, Baldur, der Hexenmeister, ist unser Boss hier. Kein Drache. Aber natürlich wieder mal mit den Zweien. Der natürlich ein bisschen ausweichen ist auch so eine Taste, die man drücken könnte. Wollt ihr wirklich unbedingt... Wow, wirklich, da wurde ich aber hart gecombot. Dann probieren wir es nochmal. Weißt du, das sind drei Bosse. Das sind drei Bosse. Drei. Also ein Boss mit zwei Minibossen. Tolle Sache. Voll fair. Kommt er wieder mit der Arschbacke angesaust, ey. Ich dachte, ich könnte den vielleicht diesmal schaffen. Die Kamera ist wieder aber ganz, ganz nett zu mir. So, jetzt sind wir allein, du Sackgesicht. Ich muss noch mal kurz nachladen. Ich dachte, der hätte sich wegteleportiert. Ja, der zum Beispiel. Tja, Baldur. Ohne deine Leute bist du jetzt echt ein Kinkerlitzchen. Auch wenn du die Sachen von den Tränken einfach so zaubern kannst. Aber das wird ja vorgezeigt. Beziehungsweise vorher kommen einfach mal Effekte, die genauso aussehen. Au! Natürlich brenn ich. Oh, schießen wir noch ein bisschen, ne? Kein Problem. Da ich ja Schaden bekomme während des Feuerns, habe ich immer wieder Stärke bekommen. Okay, du möchtest das zaubern. Ich hab da ausweichen gedrückt. Moor, Fräulein. Der Tod war jetzt echt nicht notwendig. Vor allem, da der alleine echt ein Witz ist. So. Warum müssen die immer mit ihrem Arsch angeflogen kommen? Wirklich? Auf meinen kleinen Fuß. Ja, komm her. Was ist das denn für Kugeln? Ah, okay, die betäuben.
Die Arschbackenmonster sind das, ey. Was zum Teufel? Ich kenne zwar den Spruch, ich spreng mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht, aber die tun das ja fast wirklich. Okay, mal nachladen. Ja, fandet ihr schön, ne? Aber da kannst du ja nochmal einen Schuss abbekommen. Ich nehme mal kurz was mit. Komm her. Nochmal richtig schön Breitseite hier. So, das war's mit denen. Mr. Beldor. Ja, schön perfekt abgeschossen. Okay, wieder wegteleportiert. Ja, das bringt jetzt auch. Oh, Stärke ist niedrig. Nachladen kurz, Beldor. Ihr verfolgt mich, diese Dinger. Weg mit euch. Ja, ja, du verschwindest jetzt nochmal. Immerhin kann man seine Zauberschuss einfach abballern und dann hat sich die Sache. Ah, okay. Einmal Schaden, das nehmen wir. Schön auf sein Zipfelmützchen draufballern. Möchtest du unbedingt immer in der Luft sein? Ah, komm schon. Der Frechheit. Frechheit. Ah, hab ich dir weggeschossen, deine Zaubersprüche, hä? Kannst jetzt wohl allein nichts mehr, hä? Ach, ich hab keinen Zauber. Mal kurz die Stärke wiederholen. Hat er jetzt gebracht, hä? Ist das einfach nur noch, naja, nervig. Ja, gucken wir nochmal uns an hier, was wir hier haben. Ob hier noch irgendwie was auf dem Boden liegt. Nicht zwangsweise. Okay, nochmal nachladen. Und ins Gesicht. Ja, das ist das Gesicht. Tja, Beldor, du bist echt ein Funz. Abwasserlabyrinth. Prepare yourself, Beldor. I can't let you do that. How's that, sorcerer? You'll never be able to use that magic now. Tis the Pooka's curse. You will never be human. What? You're Valentine? I think I overdid it. But even as a frog, I managed to cast that. Frog? That skinny rabbit there is Belda's final form. And with this, I am done. Now go, before he wakes up. Look at you. The sorcerer is defeated. Good work, Queen. Be careful, I could still poison you. Wait. Queen Mercedes. Thank you. You're... I'm the Prince of Valentine.
Although I am finally able to show you my true form, I must bid you farewell. What? But wait! I can't succeed without you! You're here for revenge? What? Well, of course! You have duties as a queen. I have my own duties as well. I want to protect you, but I cannot grant that wish. You're still indecisive, but you will be a good queen. That reminds me, you should go on alone. Wait! I don't even know your name! I am Ingwe. We shall meet again. Ingwe. Na, war das nicht süß? Und wieder mal ungefähr eine Liebesgeschichte. Die Königin der Feen, Mercedes und, naja, der Prinz der Frösche, Ingwe. Blendgeschoss. Ein starker Lichtblitz, der Gegner in der Nähe benommen macht. Naja. Unterwelt. Ja, wir wissen anscheinend, wo es jetzt das nächste Lane geht. In die Unterwelt. Wir haben genau 205 Personen. Genau. Haha, super. Können wir nochmal unser Cypher verbessern. 4 Punkte. Aha. Schaden gegen Gegner am Boden. Erhöht die Chance, Gegner zurückzustoßen, wenn deine Stärke auf 100% steht. Reduziert erlittenen Schaden. Nachladegeschwindigkeit erhöhen. Das war auf jeden Fall was Besonderes, was wir machen wollen. Wir wollen aber erstmal volles Hurra. Ein geiles volles Hurra. Werner, volles Hurra. Oder wie das? Ist das nicht so? Volles Hurra. Im Feenland, Kapitel 5, Akt 1. Ringfurtgärten. Hallo, Gnome. I'm sorry about that. I can't let myself be captured this time. Oh no, is something wrong? Grandpa, I cannot take you to the Netherworld. Will you be angry with me if I leave you here? The Pooka's curse, huh? I'll never return to my human form. What in heavens has he done to me? Beldor, you shall lead me to the Netherworld. Fine, I don't care. Have no fear. I shall make sure that he does not escape. Did you go to Titania? My cousin told me you did. Naja, mit dem Pukov. Mit dem, naja, Puka-Portal, es geht das natürlich was schneller als hier durch traditionellen Wege. Oh, hallo, mein Pferdchen. Your Majesty, I shall gladly fight to the death, with honor and pride for my country. Ja. My paladin troops have succumbed to the demon lord's cipher. If I attack without a sound battle plan, it will be difficult. If I, nicht wenn wir. Hallo, Folgi. Ingwe? I'm so stupid. He's already a human. Ingwe. Aber der schwitzt. Guck schon an. Was hast du denn anstrengendes gemacht, mein Froggy? Ich habe zumindest noch den Anfang von Unterwelt in der 4. Antun. Ja, sie hat sich dann doch ein bisschen verliebt an den Frosch. We are now in the realm of the Queen of the Dead. This is the Netherworld. If this is all you want, let me go now. Now do you understand how that dragon felt? I'll have you accompany me until we find Braum. Melvin ordered me to bring him here. That is all. I know not where he is. Why not ask that spirit over there? What? Would it respond to me?
Can I ask a question? Do you know of Braum, the blacksmith who was brought here? Nothing. In the palace, the dwarf who designs jeweled weapons. The queen is keeping him there. Thank you. It seems Braum is safe. Beldor? Well, I'm not frightened. I can do this alone. How can I be in this shape? And strut around where the Holly are lurking? If they ever find me... Oh! It seems that there have been many fools wandering the abyss of death lately. These cursed souls also enter the Queen's realm without fear. Naja, hat er verdient. Aber auch schön, wie der gewartet hat zum Abhauen. Nachdem sie angefangen hat zu sprechen und nicht nachdem sie rundgegangen ist, um... Naja, ihr wisst schon. Bevor sie geantwortet hatte. War es das? Nein, natürlich noch nicht. Noch ein paar Heimsucher. Nein. Chillt doch mal ein bisschen, Leute. Und das war's. Na, ist das wieder... Ja, es ist wieder Schimmerschein. Falls mal wieder was passiert im Düsternis dieser Unterwelt. Auch wenn man in die Unterwelt einfach reingehen kann. Hinter Mond gleich links in der Art. Ja, aber ich würde sagen, hier am Anfang der Unterwelt machen wir eine Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt Odin's Fjellfrasia mit mir, dem Merius, und natürlich euch, den Zuschauern. Wenn es euch gefallen hat und ihr nicht Teil der Gruppe seid, oder der Abonnenten besser gesagt, dann werdet doch das, oder bedenkt es zumindest, schaut noch ein bisschen mehr und sagt dann, oder beziehungsweise drückt dann auf den Knopf zum Abonnieren und der Glocke. Und ich würde sagen... Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann.